meine Lieben, ja, ich drehe. Liebes Orakel, für alle Sternzeichen, jetzt drehe ich den letzten 6 Sternzeichen. Ich habe jetzt Waage, habe ich letzte Video. Jetzt kommt Skorpion, ja. Du hast 2 Stapel zu wählen, ja. Was ist bei Skorpion los? Ja. Gottes Willen, mal nochmal die Karten kleben. Was ist bei Skorpion los? Stapel Nummer 1 und Stapel Nummer 2. Die wollte raus. He? Und Stapel Nummer 2. Oh. Stapel Nummer 2. Was hast du da? Und was bringst du mit, Skorpion? Ja, die Waage, Heilungskarten oder Problemkarten. Was hast du hier? Claire Story Cards. Stapel Nummer 1, Skorpion oder Stapel Nummer 2. Gottes Wille, du. Hier eine Geschichte hier. Zwei Karten für Stapel. Zwei Karten für das Stapel Nummer. Oh. Zwei. Okay. Was hast du hier? Fehler, ja, in der Ex-Partnerschaft kann ein Problem werden für dich und alte Wunden Problem, ja? Überzeugung, Träumen werden mit Hoffnung, kein Stopp, der Weg nicht verlassen, vorangetrieben. Geht vorwärts in der Liebe, ja, genau. Tabuthema. Was ich hier merke auch, ist sehr, dass jemand sehr eine Linie geht, liniengeradig geht, ja, ein Muster verfolgt oder je nach Erziehung und Glauben, ja, Tabuthema ist hier, man geniert sich, über gewisse Themen zu sprechen, man ist schüch, ja, man ist, je nachdem wie man erzogen worden ist, Flitterwochen. Genieße die Ekstase eures festlichen Zeit zusammen. Ja? Du, es geht vorwärts in der Liebe. Aber die, das musst du heilen, dieses Schattenthema hier. Ja? Ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und Tabuthema. Ja? Man muss sich mehr öffnen gegenüber dem Partner. Ja? Man, mit dem Partner erlaubt man, ja, erlaubt man alles.
Ja, man wird im Team und. Ich muss hier nicht alles aufzählen. Du musst dich mehr öffnen. Ja? Aber das braucht Zeit, ja. Das ist eben diese Glauben, ja, was darf ich nicht, schon von zu Hause aus, ja. Gab es Regeln, ja, oder strengere Eltern, und je nachdem, wie du als erwachsener Mensch hast die Entwicklung gemacht, ja, wie hast du dich entwickelt, lebst du in diesem Muster, genau, das ist das Wort, das ich gesucht habe, und. Da musst du dich mehr dich öffnen, ja. Es ist ein Seelenpartner, ja. Beschleunigung, siehst du, es wird, das ist ja die Waage, diese Bindung, das wird schnellst entwickeln, aber die Schnelligkeit, die es geht, ja, ist alles Karma bei dir, alles Schicksal. Bist du ein bisschen überfordert, erschöpft und müde, aber schlussendlich wirst du das meistern. Auch diese Schattenthemen wirst du dich darin bessern, und dann kommt nur Glück, ja. Aber Tabuthema musst du für dich entwickeln, ja? Das ist sehr wichtig hier, je nachdem, wie du aufgewachsen bist und Kultur und woher du kommst und deine Glaubenssätze und. Ja? Das ist wichtig. Stapel 1. Was ist Stapel 2? Skorpion, das ist bei dir. Wow! 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 Neue Liebe, eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Ich bin Skorpion, ja? Kometa Luz ist Skorpion. Und ja, eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Ja, das ist bei mir jetzt auch der Fall. Zauber und Magie. Dieser Mensch verzaubert dich, wie er tut, wie er ist, wie er sich verhält. Du kommst aus dem Atem und du willst nur bei ihm sein. Ja? So Schmetterling im Bauch, das habe ich momentan auch, muss ich auch zugeben. Vertrauen, Treue, Loyalität, Unterstützung und Verlässlichkeit. Dieser Mensch bringt das alles mit. Wow! Was Schattenthema beim Skorpion ist, ja, von, weißt du, was ist meine Erfahrung, ich weiß nicht, ob ihr das auch alle der gleichen Meinung seid. Skorpionen sind sehr, ich kann von mir reden, ja, wenn sie jemanden lieben, sie geben Vollgas, sie geben alles, ja, der gibt sogar seine Unterwäsche. Also man gibt alles in der Liebe, ja. Und manchmal, ja, wenn man einen falschen Partner hat, ja, dann die Verletzung zu tief ist, ja, dann geht man auf Abwehrhaltung. Das kann ein Problem werden. Und das muss Skorpion jetzt daran arbeiten. Und Risiko ist in Heilung. Du musst Risiko eingehen, weil nicht alle Menschen gleich sind. Hm? Und sei nicht abhängig, ja, sei nicht abhängig. Und einer von euch in dieser neuen Partnerschaft hat gerne Freiheit. Zum Beispiel ich bin Zwillinge, Akzentant. Ich habe gern meine Freiheit, ja. Sonst, ich fühle mich zu, dann gehe ich weg, ja. Ich brauche Luft, ich brauche Raum für mich, ja. Das ist das hier gemeint. Der andere liebt seine Freiheit, aber nicht falsch verstehen Freiheit, sondern Raum für sich, für etwas allein unternehmen, mit Kollegen. Dieser Raum muss da sein, vor allem für Luftzeichen. Ich bin Akzentant, Luftzeichen, Zwillinge. Ich weiß, wovon ich rede. Ja? Nicht zu viel einengen, weil Skorpione haben gern so viel einengen. Mach das nicht. Ja? Und die Entwicklung von der Partnerschaft in Zukunft, diese Abhängigkeit muss nicht sein. Ja? Ihr redet nicht von Abhängigkeit finanziell. Ja? Ein Partner muss den anderen unterstützen. Dann müssen beiden vielleicht arbeiten, wenn das Geld nicht genug ist und. Aber was ich hier rede, ist von emotionaler Abhängigkeit. Lass Freiraum von der anderen. Ja? Zu viel, das ist nicht gut. Okay? Das ist hier die Botschaft.
Alles Gute, Skorpione.